Texte, 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 aufgespannt zwischen Sehnsucht und Verachtung, zwischen Agnostizismus und Melancholie, zwischen Misanthropie und Kulturpessimismus. Doch es gibt auch Hoffnung zwischen den Zeilen. Sie ist aber nicht für jedermann. Nach dem Fieber. 2019 habe ich eine Geschichte ersonnen, in der es um eine globale Grippeepidemie und eine russische Invasion ging. Heilige Scheiße, was habe ich mir dabei nur gedacht? Damals hat es niemand zur Kenntnis genommen, mit der Ausnahme des wunderbaren Jürgen Seibold bei Hysterica, der bereits am Anfang von 2020 eine sehr charmante Rezension geschrieben hatte. Worum geht es in dieser Geschichte? Nun, Kira, Claudia, Thekla und Elias sind vier Freunde unterschiedlichen Alters, die in Mittelfranken der 60er Jahre leben. Nein, nicht der 60er Jahre, sondern der 60er Jahre des 21. Jahrhunderts. Wir befinden uns 36 Jahre nach der Apokalypse. Das Virus hat 95% der Menschheit ausgelöscht, die Natur kann wieder atmen und die Überlebenden teilen sich in zwei Gruppen auf, die Immunen und die Resilienten. Und ja, die Resilienten sind meine Version der Zombies, wenn man es so will. Aber natürlich ist nach dem Fieber in erster Linie meine zynische, stets misanthropische Auseinandersetzung mit unserer Gegenwart. Zugleich wollte ich aber auch eine Zombie-Fortsetzungsgeschichte mit Regionalbezug schreiben. Sozusagen Zombies in Mittelfranken. Ich finde das sehr plausibel. Die erste Folge gibt es für 2 Euro in meinem Shop. Schau einfach dort vorbei. Der Rest ist ein Kinderspiel. Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Eskapismo. Und diesmal möchte ich mich mit einer relativ aktuellen Comic-Reihe beschäftigen, die wie kaum eine andere auf die Idee des Eskapismus einzahlt. Gerade in unserem Zeitalter, wo der Bedarf nach mentalen Fluchtzonen stetig wächst und nach oben geht. Und diese Geschichte ist dafür geradezu großartig geeignet. Ich rede von Die Expedition von Marasano und Fruzan. Und dies ist eine sehr faszinierende, bis jetzt dreiteilige Geschichte, die aber meiner Meinung nach noch nicht in Gänze abgeschlossen ist. Ich würde da also eher mit einem vierten Teil noch rechnen, einer Tetralogie, was ja heutzutage relativ üblich ist bei solchen kürzeren Comicreihen, dass es meistens 4 Bände gibt anstelle von 3. Also Trilogien sieht man eigentlich immer seltener. Das Motiv dieser Geschichte ist ziemlich klassisch. 10 handverlesene Elite-Söldner werden auf eine gefährliche und vermutlich tödliche Mission geschickt. Dies ist eine hartgesottene Story und somit muss von Anfang an klar sein, jeder kann sterben und die Männer sterben auch entlang des Weges durchaus wie die Fliegen. Wie man schon an dem Cover sieht, ist es eine Geschichte, die sich in der Antike abspielt, in der Zeit der römischen Expansion durch den Mittelmeerraum und vor allem die Zeit der römischen Okkupation von Ägypten. Fruzans hervorragender Zeichenstil bringt die abgehärtete und wettergegerbte Natur dieser Männer zum Ausdruck. Die grafische Darstellung des hellenistischen Ägyptens in den Jahren der römischen Besatzung ist atemraubend schön umgesetzt. Was ich besonders gut finde, ist, dass zum Beispiel viele der Ruinen, die wir hier vorfinden, also der ägyptischen Ruinen, oder anders gesagt, viele der ägyptischen Monumente, denen diese Söldner begegnen, erleben wir hier als, die werden als Ruinen gezeigt, was sehr authentisch ist, weil in der Zeit, als die Römer Ägypten besetzten, waren viele dieser Bauwerke bereits Ruinen. Teilweise ist ja die Zeit zwischen der römischen Besatzung und unserer Gegenwart heute eine kürzere als die Zeit zwischen
der Entstehung dieser Bauwerke und der Ankunft der Römer in Ägypten. Das Thema dieser Geschichte ist etwas, was eigentlich schon länger durch die Literatur und Diskussionen vorangetrieben wurde, nämlich die Frage, wie weit südlich das römische Imperium Kontakte hatte. Und schließlich war es ja natürlich auch so, dass römische Feldherren allzu gerne ihren Kaisern in Rom sehr gerne afrikanisches Großwild präsentierten. Man weiß ja von Handelsrouten weit in den Osten, Seide aus China, Weihrauch aus Hadramaut. Doch angesichts der starken Präsenz Roms in Nordafrika, insbesondere während der Pax Augusta, wurde stets viel darüber spekuliert, welche realen Kontakte und Unternehmungen die Römer mit Schwarzafrika und zum Beispiel der Sahelzone oder der südlichen Sahara besaßen. Und ich weiß ja, zum Beispiel, dass im 20. Jahrhundert lange Zeit die Hypothese popularisiert wurde, daran kann ich mich noch erinnern, dass die heutigen Tuareg oder besser gesagt Targi Nachkommen einer verschollenen römischen Legion sind. Das ist natürlich etwas, was ich später als eine falsche Hypothese, wenn nicht sogar ein Hoax, herausgestellt hatte. Aber diese Ideen waren schon immer da, diese Frage, wie weit eigentlich römische Unternehmungen in Afrika gereicht haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Römer nicht unbedingt so arg reisewütig in dieser Richtung waren, also verglichen mit anderen Völkern. Ich glaube, es gab immer mehr die Erwartung, dass dass Emissäre und Händler eher in Rom eintreffen und dort vorstellig werden und sozusagen ihre Welt dort in Rom im Mittelpunkt der Welt präsentieren. Aber wenn das Thema genauer interessiert, es gibt ja übrigens ein großartiges Buch von Raoul McLaughlin, das den Titel hat The Roman Empire in the Indian Ocean und sich letztendlich mit der Ökonomie der Römer in Bezug auf Afrika, Arabien und Indien beschäftigt. Zu diesem Thema ist es, glaube ich, ein weitgehend einzigartiges Buch. Nicht immer so ganz leicht zu lesen, weil es manchmal ein bisschen trocken ist, weil es eben um Ökonomie geht, um Wirtschaft, aber man erfährt dort auch einiges eben über Nubien und Meroe und das Königreich von Kusch. Auch die Tatsache, dass Römer zu derselben Zeit, eigentlich in der sich diese Geschichte abspielt, auch mal einen Krieg geführt haben in Südägypten, respektive Nubien, mit dem äthiopischen Reich Meroe, das damals nach Norden expandierte und dort römische Stellungen angriff. Und dies geschah um 25 vor Christus, als der zweite römische Präfekt Aelius Gallus weite Teile der in Ägypten stationierten Legionäre, also damals ungefähr 15.000 an der Zahl, nach Arabien abgezogen hatte. Und Marasano platziert die Handlung seiner Geschichte ganz gekonnt 5 Jahre vorher, in das Jahr 30 vor Christus, also in die Verwaltungszeit des Vorgängers Cornelius Gallus, versucht daraus sozusagen diese fiktive Geschichte abzuleiten, bei der es darum geht, dass eben eine Gruppe aus Söldnern in den Süden entlang des Nils geschickt wird, um eine bestimmte Kultur, Zivilisation oder ein bestimmtes Reich, von dem man etwas gehört hatte, ausfindig zu machen. Das hier ist einer dieser Comics, die vermutlich in Schwarz-Weiß nicht denkbar wären, was man ja sofort erkennen kann, denn die Farben sind ja von vornherein Teil des Designs und die Kolorierung hat häufig diesen leicht öligen Dunst, an den ich mich teilweise erst ein bisschen gewöhnen musste. Aber der überwiegende Teil dieser Geschichte spielt sich in staubigen Gegenden, in der Nacht, teilweise in verlassenen Tempeln und Verließen und auch im tiefsten Regenwald.
Häufig sind Fackeln und Laternen die einzige Lichtquelle und Froussant ist hervorragend darin, diese Lichtsetzung dafür zu verwenden, um eine optimale Atmosphäre zu erschaffen. Also dieser Comics soll entführen und den ultimativen Eskapismus ermöglichen. Die historische Authentizität dieser Story ist für Comics-Verhältnisse als extrem hoch zu nennen. Freilich muss man in Betracht ziehen, dass es sich auch hier um eine Abenteuergeschichte handelt, die Action und Drama aufbietet. Also das hier ist kein Schulbuch. Somit muss man die historische Korrektheit in einem gesunden Rahmen verstehen. Und die Motive dieser Geschichte sind äußerst klassisch. Es geht um Männlichkeit, Treue, Freundschaft, Heldentum. Also alles Sujets, die heute als etwas verpönt gelten, aber dafür haben wir Comics und den damit verbundenen Eskapismus. Es geht aber auch um Verrat, um Macht und vor allem um Wahnsinn. Man könnte literarische Parallelen ziehen hier, ganz eindeutig. Was sich anbietet, ist Joseph Conrad und sein Herz der Finsternis, was den Leuten heute wahrscheinlich eher bekannt ist durch die filmische Verarbeitung durch Francis Ford Coppola und seinen Film Apocalypse Now. Allerdings ist es so, dass unser Hauptprotagonist in dieser Geschichte, also der Centurio Marcus Livius, ganz sicher nicht Captain Willard in dieser Story ist, sondern vielmehr Colonel Kurtz in Entstehung. Das hier ist also nicht die Geschichte eines Mannes, der sich auf den Spuren von jemandem in den Süden begibt oder in das Herz der Finsternis. Es ist vielmehr umgekehrt eben eine erstmalige Expedition in eine fremdartige Kultur, aber zugleich auch ein Abstieg in die Bereiche des Wahnsinns. Die römischen Söldner werden sehr glaubwürdig porträtiert. Das sind also keine sauberen Helden. Es besteht ja überhaupt kein Zweifel daran, dass diese Typen richtige Halsabschneider sind. Und für mich ist das eine der sichtlichen Stärken dieser Geschichte, die eben eine ganz besondere Atmosphäre heraufbeschwört. Und die Engländer nennen sowas ja immersive, was ich nicht so ganz übersetzen kann, aber es ist letztendlich eine geistige Welt, in die man sich hervorragend vertiefen kann. Und das ist ja das, worum es hier geht. Somit, das ist ein wirklich großartiger Comics, der bis jetzt in drei Bänden vorliegt. Der erste trägt den Namen Der Löwe Nubiens. Der zweite trägt den Titel Der Aufstand Nyangaras. Und der dritte trägt den Titel Die heiligen Tränen von Nyabarongo. Und ist wirklich eine großartige, hervorragend gezeichnete und durchaus faszinierende und intelligente Abenteuergeschichte, die ihren eigenen Look hat und einen tatsächlich sehr leicht in ihren Bann ziehen kann. Und ich finde ja gerade die Zeichnungen der Nacht hervorragend gelungen. Also da ist einfach eine sehr, sehr stimmungsvolle Lichtsetzung vorhanden und eine tolle Atmosphäre. Und in diesem Sinne kann ich da durchaus eine Empfehlung aussprechen. Aber ich habe, wie gesagt, den Verdacht, dass dann noch ein vierter Band kommen könnte. Und das war's mal wieder. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal wieder mal bei Escapismo.